Ich hatte gerade einfach überlegt, wie kann ich ihn möglichst traurig machen. Tote Katzenbabys. Das hat auch nicht geklappt. So, das ist es. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Computerspiele für den Unterricht hier aus dem Keller der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Mein Name ist Jaron Müller und zusammen mit meinen KollegInnen Maja Römer und Janek Stechel sprechen wir heute über das Spiel Drowning in Problems. Drowning in Problems stellt Spielende anfangs vor die scheinbar simple Aufgabe, zum Lösen vorgegebener Probleme auf einen simplen Textbefehl Solve zu klicken. Nach und nach nimmt die Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben dann aber kontinuierlich zu und dabei lädt das Spiel die Spielenden dazu ein, durch die Bearbeitung dieser Probleme über verschiedene Aspekte des Lebens eines Menschen, deren Zusammenhänge und ihren individuellen Wert zu reflektieren. Und über die Lernpotenziale dieses Spiels wollen wir heute zu dritt sprechen. Und an der Stelle bedanken wir uns auch ganz herzlich bei unserer Hilfskraft Julius, die das Spiel für uns spielt. Und ich steige einfach direkt ein bei euch beiden. Ja, wie ging es euch mit diesem etwas außergewöhnlichen Spiel so persönlich? Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, weil man eben halt wirklich auch so reingeschmissen ist und auch nicht so ganz genau weiß, was man erwarten soll. Zumindest wenn man jetzt nicht schon vorher irgendwie das gehört hat, worum es jetzt geht. Und dann klickt man sich ja durch diese Sachen durch. Also man sieht jetzt, es fängt irgendwie einfach an und wird dann nach und nach immer komplexer. Es kommen immer mehr Sachen dazu, die es eben halt dann zu lösen gilt quasi. Und es ist ja nicht immer ganz klar, wo das Ziel quasi ist, sodass man immer so ein bisschen guckt, ja, was mache ich hier eigentlich gerade? Stimmt. Gleichzeitig fand ich aber eben auch schön, dass das Spiel einen dazu auffordert, eben selber darüber nachzudenken, wie diese Lösungen aussehen und dann eben dabei so kleine Aspekte zu bemerken, also eben genau zu merken, damit es weitergeht, muss ich XY machen. Das heißt, das finde ich war einfach so ein spaßiger Aspekt, wo man wirklich gemerkt hat, wie ist diese Spielmechanik aufgebaut und das funktioniert eben wunderbar, auch gerade in dieser total simplen Gestaltung, die wir gerade sehen mit dem weißen Hintergrund und dann einfach nur dem Text und eben farblich markiert vielleicht noch, was benötigt man, was fehlt einem noch. Ja, das ist ja nun ein recht logisch aufgebautes Spiel. Wir sehen hier schon quasi, es wird immer aufgelistet, was wir gerade an Ressourcen sozusagen zur Verfügung haben. Wenn man jetzt Liebe oder Hoffnung eben als Ressourcen in dem Fall betrachtet. Das ist also irgendwie relativ mathematisch. Ja. Wie ging es euch denn irgendwie damit, dass hier so verschiedene Komponenten von Leben und Psyche oder so quasi auf Zahlen und Formeln runtergebrochen werden? Durch dieses Mathematische wird es natürlich relativ linear. Man wird so durchgeführt und es gibt eben halt diese Anforderungen, wie du gesagt hast, diese Ressourcen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht man zum Beispiel ein gebrochenes Herz, ja, um dann irgendwie weiterzukommen. Und das sind so die Dinge, wo du natürlich vollkommen recht hast, irgendwie, das ist so, es ist dann irgendwie arg verkürzt so. Also man kommt nicht drum herum um bestimmte Dinge. Aber das sind natürlich genau die Punkte, wenn wir jetzt nachher darüber sprechen, auch wie es im Unterricht aussieht, die für den Unterricht natürlich interessant sind. Ja, und ich fand auch gerade diese Idee ist ja dahinter, oder für mich war so dieses, wie du gerade sagst, das Mathematische auch mit dem vielleicht Sachen addieren, dass eben immer mehr Sachen passieren. Es hat mich auch so wirklich daran erinnert, okay, das sind jetzt einfach diese verschiedenen Bausteine oder diese verschiedenen Ressourcen, die ich heranschaffen muss, um mein Leben aufzubauen. Mhm. Also dadurch hat es für mich einfach sehr gut funktioniert, genau zu sehen, das und das brauche ich jetzt, damit es weitergeht und ich einfach auch diese nächste Stufe erreichen kann. Und ganz heruntergebrochen sind das natürlich auch die Dinge, die wir tagtäglich tun, wenn wir arbeiten gehen. Dann ist es irgendwie dann doch irgendwo dasselbe immer wieder und ich tue das immer mit einem bestimmten Ziel und auch in diesem Spiel wird das abgebildet, wo man dann eben halt arbeiten geht, um wiederum Geld zu verdienen und das Geld benutzt man dann wiederum, um sich den Stress loszuwerden, den man durch das Arbeiten ja gekriegt hat erstmal. Okay, man merkt hier schon, man kann natürlich das im Spiel mathematisch dargestellte dann wieder quasi reflexiv auf den Alltag beziehen. Ja. Also jetzt, wenn wir jetzt in Richtung Unterricht gehen. Was stecken denn da jetzt für Potenziale drin, die wir da mitnehmen können? Ich fand tatsächlich sehr schön, wirklich auch nochmal, dass man das Spiel darauf übertragen kann, wie man sich selber als Mensch auch weiterentwickelt. Also zu sehen etwa, wenn ich zum Beispiel meinen ersten Herzschmerz erlebt habe oder wenn ich vielleicht auch Freundschaften verliere, das ist einerseits ein komplett normaler Vorgang im Leben von einem Menschen und der trägt eben dazu bei, dass ich dann beispielsweise nicht mehr ein Teenager bin, sondern eine junge Erwachsene. Das heißt, gerade die Aspekte fand ich total interessant, dass die da thematisiert werden und vor allem, dass es eben nicht immer nur darum ging, ich brauche mehr und mehr und mehr und mehr, also mit noch mehr Freunden werde ich erwachsener und mit noch mehr Beziehungen oder mit noch mehr Geld, sondern es eben wirklich auch aufgezeigt wurde. Genauso gehört es auch dazu, dass man eben vielleicht mal eine Freundschaft verliert. Und letztendlich stellt das Spiel dann damit ja eine Sinnfrage. Ne? Also was will ich mit meinem Leben?
was sind die Dinge, die ich haben möchte, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und eignet sich insofern also für wertebildende Fächer, also für Ethik, Philosophie, aber natürlich auch für den Religionsunterricht vor allen Dingen. Mhm. Was wären zum Beispiel irgendwie religiöse Komponenten? Könntet ihr bestimmte Beispiele anführen? Jetzt ist dieses Spiel eher gedacht aus einem religionsfernen Kontext. Also was hier zum Beispiel gar nicht auftaucht, ist Religiosität überhaupt. Das heißt, man könnte im Religionsunterricht durchaus die Frage stellen, wie ist es denn mit Religion, wenn wir das als Komponente hier hinzuzählen? Kann das dazu führen, dass sich bestimmte Probleme vielleicht nicht so stark stellen? Weil das Spiel ist nun mal Drowning in Problems. Man ertrinkt in diesen ganzen Problemen. Die werden halt immer mehr. Und da wäre die Frage nach der Wirkung von Religion möglicherweise. Oder ich glaube auch insgesamt, wie du sagst, so eher diese Lebensentwürfe kann man dadurch eben anschauen. Ja. Mhm. Und gerade auch dann dieses Spiel nutzen, um sich eben vielleicht auch in Abgrenzung dazu zu positionieren. Ja. Und einerseits dann natürlich, mit Schülerinnen kann man dann schön darüber sprechen, wie eigentlich ihr vielleicht idealer Lebensentwurf aussieht. Also auch da wieder so, ihr seht hier, die Probleme werden immer mehr. Gerade auch eigentlich mit Blick darauf, je mehr ich gefühlt arbeite, dann werden immer mehr Probleme dazukommen. Was ist denn ein anderer Lebensentwurf, der das vielleicht verhindern kann? Oder wie kann man eben einfach, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Religion hat oder auch so, vielleicht wenn man einfach andere Ideale verfolgt, wie würde dann vielleicht das eigene Leben anders ablaufen? Und dann natürlich kommen dann diese Probleme gar nicht erst auf, kommen dann andere Probleme. Also ich gerade zum Thematisieren eignet sich das Spiel einfach gut. Und dann geht es auch noch darüber hinaus. Also es ist irgendwie doch eine ganze Fülle an Themen, die man da so anknüpfen kann im Unterricht. Also zum Beispiel auch sowas wie Willensfreiheit, Determinismus. Also kann ich mich überhaupt frei entscheiden? Wie begrenzt bin ich auch durch meine Umwelt letztendlich? All solche Dinge, diese ganzen Sachen eignen sich hier ganz wunderbar. Mhm. Okay, und wenn wir jetzt so gerade bei der gedanklichen Komplexität irgendwie so an die Anforderungen gehen, für welche Klassenstufe würdet ihr das jetzt tendenziell einordnen und was müsste man da vielleicht bei der Integration in den Unterricht so beachten? Also ich würde auf jeden Fall eher in eine höhere Klassenstufe gehen, vielleicht so ab der 10. Klasse. Nicht unbedingt, weil die Spielanforderungen an sich so hoch werden. Man kann sich relativ schnell auch einfach durchklicken, wenn man das so möchte und muss dann gar nicht darauf achten, was gerade eigentlich passiert. Aber eben einfach aufgrund dieser Thematiken, die da aufgeworfen werden und einfach, weil man sagen kann, da geht es auch wirklich näher an diese Lebenswelt der Schülerin ran, weil sie ja vielleicht auch schon mehr von diesen verschiedenen Lebensabschnitten auch bewusster durchlebt haben. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, eher in der Oberstufe und dann eben, wenn man das auch hat, zum Beispiel auch im Philosophieunterricht wirklich. Genau, also sehe ich ganz genauso, gerade für diese Anknüpfungspunkte ist das wichtig, dass man da mit älteren Schülerinnen und Schülern darüber sprechen kann. Jetzt ist das Spiel selbst eben halt nicht so sonderlich komplex, also man kriegt das kriegt auch ein Fünfkässler hin, ganz klar. Ne? Ja. Aber inhaltlich ist es dann doch spannender, mit älteren Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen. Okay, es fiel jetzt gerade kurz einmal, dass man sich prinzipiell irgendwie auch durchklicken kann. Mhm. Ist das irgendwie so ein bisschen eine Gefahr von dem Spiel, dass man quasi Schülerinnen und Schüler davor setzt und die klicken einfach nur wahllos irgendwann was zusammen? Oder steckt da auch wieder irgendwie eine Art Potenzial dahinter? Ich glaube, dass diese Gefahr gar nicht so groß ist, weil, und das sehen wir jetzt auch im Hintergrund, immer wieder auch diese Prozentzahlen hochticken und die ticken auch teilweise relativ langsam. Das heißt, man wird auch gebremst. Man kann nicht einfach beliebig oft irgendwie klicken, sondern muss dann auch immer wieder warten. Und genau diese Wartesequenzen sind es dann ja auch, wo man dann drüber nachdenkt, was man da gerade tut. Okay. Mhm. Und wie würdet ihr jetzt sagen, kann man da ganz konkret dran anknüpfen? Was würdet ihr da so für Unterrichtskonzepte vor eurem inneren Auge sehen quasi? Wie würdet ihr damit im Unterricht umgehen? Ja, wenn ich jetzt mal so von der Ethikschiene her denke, also für den Ethik- und Philosophieunterricht, würde ich das schon einbetten in eben halt die verschiedenen Themen, die wir jetzt vorhin dargestellt haben, also sowas wie Willensfreiheit, Determinismus, Lebensentwürfe, Sinnentwürfe, hatte Maya eingeworfen. Was auch möglich ist, ist so Existenzialismus, existenzialistische Fragen nach dem, was eben halt wesensmäßig vorhanden ist oder eben halt dann auch nicht. All das würde gehen und wenn wir dann in den Religionsunterricht gehen, möglicherweise eben halt auch noch die Frage der Rolle von Religion im Leben. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade das Spannende ist wirklich, wenn wir sagen, wir sind eher in der Oberstufe, dann geht es ja bei vielen Schülerinnen auch darum, ganz aktiv zu überlegen, wie soll es jetzt weitergehen? Also welchen Beruf möchte ich vielleicht ausüben? Ja. Und das finde ich ist auch, was man einfach wunderbar anknüpfen kann und eben sagen kann, ihr seht, in unserer Gesellschaft momentan müsst ihr höchstwahrscheinlich einen Beruf ausüben und da kann man durchaus in diesen Problemen ertränkt werden. Ja. Und da dann genau zu schauen, was für ein Beruf ist das? Und da, finde ich, kommt dann auch eben schön rein, dieses, dass man sieht, diese Probleme kommen auf uns alle zu. Mhm. Und es geht eben darum, sich genau zu überlegen, deswegen, was mache ich, dass halt vielleicht weniger Probleme auftauchen oder andere Probleme auftauchen. Und deswegen, finde ich, kann man auch wirklich gerade so diesen Zukunftsaspekt von den Schülerinnen sehr schön hervorheben und einfach sagen,
Nutzt das Spiel als Angebot, um selber mal wirklich darüber nachzudenken. Was wollt ihr mit eurem Leben machen, damit ihr am Ende eben nicht sagt, ich bin einfach ein Problem ertrunken und das war es eigentlich. Und genau das kann man natürlich auch kritisieren. Also der Entwurf, den dieses Spiel aufmacht, ist eben halt dieser Problementwurf und am Ende ist doch irgendwie alles vergeblich. Und natürlich kann man auch da fragen, ob das überhaupt der Fall ist und warum machen dann die Menschen um uns herum genau das jeden Tag, wenn es denn so vergeblich wäre. Also irgendwo finden sich ja doch Sinnpotenziale. Genau, und auch zeitlich, ich denke, das können wir ja vorwegnehmen, es ist kein arg langes Spiel, ne? Da würdet ihr mir, denke ich, zustimmen, das bewegt sich irgendwie so im Zeitrahmen zwischen 15 und, sagen wir mal, maximal 25, 30 Minuten, je nachdem, wie man sich da eben gedanklich mit beschäftigt, wie viel man sich mit einzelnen Entscheidungen Zeit lässt. Und das Schöne für den Unterricht ist ja dann auch, wo wir gerade eben halt drüber sprechen, über diesen zeitlichen Rahmen, ist ja dann auch noch die Anforderung quasi, die wir dann auch nicht haben so groß, weil es letztendlich ein Browserspiel ist. Ja. Das heißt, Internet reicht, man sieht, es hat keinerlei Anforderungen, irgendeine Grafikkarte. Das heißt, es ist kostenfrei spielbar. Aber heißt, es eignet sich einfach insgesamt ganz gut, einfach vielleicht für so einen Auftakt in eine Einheit, wo dann in Kontext mit anderen Texten, mit anderen Medien oder so, das dann weiter aufgearbeitet werden kann. Als Sprungbrett quasi in verschiedene Themen. Ja. Okay, gut, dann habe ich das, glaube ich, ganz richtig rausgehört aus euren Äußerungen. Ja, an der Stelle vielen Dank für eure Eindrücke. Möchtet ihr vielleicht abschließend noch sagen, eine Sache, die ihr aus Drowning in Problems gelernt habt, ihr selbst? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja ein großer Fan verschiedener Existenzialisten und ich habe vieles wiedererkannt, was man doch schon irgendwie gelesen hat. Letztendlich ist es aber so, dass ich auch dem Entwurf, der hier aufgemacht wird, nicht so vollständig zustimmen würde. Das heißt, so dieses sich dran reiben ist dann vielleicht das, was man machen kann. Ich glaube, bei mir war es gerade auch, dass ich dachte, mir fehlt so ein bisschen der Aspekt von den schönen Dingen im Leben. Also natürlich, das Spiel thematisiert das eben nicht, aber dass ich dachte so, am Ende von meinem Leben fände ich es ganz schön, wenn ich muss nicht mal reich sein oder ähnliches, aber ich habe ja auch in diesem Spiel durch mein Leben hindurch immer wieder verschiedene Beziehungen aufgebaut, zu Personen offensichtlich. Und dass ich da einfach für mich selber gemerkt habe, ich hoffe, dass ich am Ende von meinem Leben da eben zurückschaue und nicht die ganzen Probleme sehe, sondern sage, ach, das sind die schönen Momente mit den Freunden. Also vielleicht einfach Sachen, die auch wertvoll sind und einfach auf eine andere Art wertvoll sind, als jetzt eben zählbar ist, vielleicht durch das Gehalt oder die Gehaltsstufe. Und das fand ich jetzt an dem Spiel einfach besonders schön. Oder das war das, wo für mich dann selber auch nochmal der kleine Aha-Effekt war, wo ich echt gemerkt habe, doch, das wird mir dadurch wirklich bewusst, dass einfach andere Dinge offensichtlich wichtig sind im Leben und ich mich vielleicht auf die ein bisschen mehr konzentrieren sollte, um eben nicht am Ende so wie dieses Browser-Game zu enden. Dankeschön für eure Antworten, denn daran sieht man, denke ich, ganz gut, dass hier eben reflexive Prozesse auf einem hohen Niveau angeregt werden können, dass es einfach als Grundbaustein dienen kann für eine solche Auseinandersetzung mit diesen Themen im Unterricht. Und damit fassen wir vielleicht einfach kurz zusammen. Es ist ein simpel erscheinendes, aber doch thematisch und gedanklich möglicherweise recht komplexes Spiel, das sich eben für verschiedene Diskussionen im Unterricht eignen kann. Schaut es euch gerne einfach mal, wie gesagt, selbst an. Man findet es also einfach abrufbar im Netz, ohne jegliche Kosten oder große Systemanforderungen. Also probiert es einfach mal selbst aus, guckt, wohin eure Entscheidungen euch bringen werden. Wir verabschieden uns damit von euch für diese Ausgabe unserer Reihe Computerspiele für den Unterricht. Wir hoffen, euch dann auch beim nächsten Mal mit dabei zu haben und freuen uns darauf. Bis dann, tschüss! Tschüss!